Ja, danke erstmal, Nagis. Und ich habe heute die Ehre, Andreas wunderbares Buch vorzustellen, was jetzt endlich auch auf Deutsch erschienen ist, nachdem es vorher ins Portugiesische übersetzt wurde, ins Italienische übersetzt wurde, jetzt auch gestern in Frankreich ins Französische übersetzt vorgestellt wurde und in vielen Ländern Lateinamerikas auf Spanisch gelesen wurde. Und jetzt kommt es auch nach Deutschland. Und genau, und ich möchte so ein bisschen erzählen, warum wir dieses Buch gesetzt haben und in welchem Moment wir dieses Buch übersetzt haben. Und um es sozusagen in Deutschland auch gemeinsam zu lesen und auf seiner Grundlage gemeinsam auch zu kämpfen. Und zwar glauben wir, dass wir das zu einem ganz besonderen Zeitpunkt in der Welt hier in Deutschland zur Verfügung stellen. Und zwar ist es ein Zeitpunkt, wo weltweit die politischen Regime in der Krise sind. Also wir sehen ganz viele politische Krisen in ganz vielen Ländern und auch in Deutschland kommt diese politische Krise so langsam an. Also wir sehen, dass die Regierungsparteien auch in Deutschland super schwach sind, besonders der Reformismus ist super schwach, also die SPD ist in einer Krise wie selten zuvor und diese Krise drückt sich auch darin aus, dass die Rechte aufsteigt. Die AfD wird immer stärker, die AfD drückt auch die Regierungsparteien immer weiter nach rechts. Und der Hintergrund davon, dass das zustande gekommen ist, ist die ökonomische Krise, die zwar angeblich Deutschland nicht erreicht hat und angeblich haben wir hier die fetten Jahre erlebt, aber wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist, dass die Agenda 2010, dass die Prekarisierung, also die Unsicherwertung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen hier dazu geführt hat, dass die Herrschenden sagen können, es gibt keine Krise, aber eigentlich wissen wir haben diese Krise bezahlt, deswegen ist sie nicht sichtbar. Und es ist gleichzeitig sozusagen, in diesem Moment auch ein historischer Aufschwung in der Frauenbewegung zu sehen, weltweit. Und darüber wird sicher Andrea auch ganz viel gleich sagen. Und nachdem wir lange auch in Deutschland immer da so zugeguckt haben, sehen wir auch in Deutschland, dass sich was tut, auch nach links. Das ist einmal der Widerstand gegen rechts, Demonstrationen gegen die AfD. Das ist in der für die Frauen der Unmut über den Paragraphen 219a gewesen, der die Informationen über Abtreibung kriminalisiert. Und auf einmal ist wieder die Forderung nach dem Recht auf Abtreibung in aller Munde. Das ist die Tatsache, dass sich Frauen für einen Frauenstreik organisieren in Deutschland. Das ist aber auch die Tatsache, dass prekäre Beschäftigte immer mehr kämpfen, dass es immer mehr Kämpfe in Betrieben gibt und vor allem Kämpfe in der Pflege, Kämpfe in den Krankenhäusern, die Nase voll davon haben, dass ihre Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und ihre Löhne nicht steigen. Und das sind auch die Kämpfe der Schülerinnen, die sich dagegen wehren, dass der Klimawandel auf ihren Schultern am Ende ausgetragen wird. Das heißt, eine Polarisierung von nach links und rechts, die wir weltweit beobachten können, sehen wir immer mehr stärker hier auch in Deutschland. Und nicht nur nach rechts, sondern eben auch nach links. Und für genau diese Leute, die sich nach links bewegen, die Antworten suchen, die nicht mehr zufrieden sind damit, wie das die Welt ist, in die wir heute leben, die nicht mehr mit schlechten Arbeitsbedingungen, schlechten Lebensbedingungen zufrieden sind. Es gibt ja genug Gründe, warum wir nicht zufrieden sein können, vor allem als Frauen in diesem System. Und die hat Nagis ja alle schon aufgeführt. Für die soll dieses Buch eine Antwort geben. Es soll auch eine Antwort geben für alle, die nicht mehr zufrieden sind damit, was der Reformismus ihnen anbietet, was die SPD ihnen anbietet mit ihren weichgespülten Antworten. Zum Beispiel, wo sie jetzt sagt, naja, Hartz IV ist vielleicht nicht so gut, aber was sie eigentlich anbieten, ist einen neuen Namen für Hartz IV. Oder auch die nicht zufrieden sind mit Antworten, die zum Beispiel die grüne Jugend den Jugendlichen heute anbieten, wo sie eigentlich nur den Kapitalismus ein bisschen grüner machen wollen. Und das ist gerade in Berlin, glaube ich, total wichtig, dass es Antworten für diese Leute gibt, weil es viele Leute gibt, die enttäuscht sind vom Reformismus, die enttäuscht sind davon, dass der Senat, der angeführt wird von SPD und Linkspartei, im öffentlichen Dienst Dutzende outgesourcete Unternehmen weiter behält, die sich dagegen wehren und die dagegen kämpfen. Tabea hat den Streik der CPPC-Beschäftigten ja schon genannt, die keine Lust mehr haben, dass der Wohnraum immer weiter in privater Hand bleibt und die Mieten immer weiter steigen. Also es gibt viele Leute, die die Nase voll davon haben, wie die Dinge laufen
Und für die soll dieses Buch eine Antwort geben, damit sie nicht nur die Nase voll haben, sondern daraus auch was machen können, dass wir auch damit, dass wir sozusagen lernen, wie wir gegen diese Zustände auch kämpfen können. Und zu guter Letzt ist es auch ein Buch für all die, die sich gerade in so einer Diskussion, die vielleicht eher in der radikalen Linken stattfindet, um neue Klassenpolitik betätigen, wo darüber geredet wird, wie Kämpfe gegen Ausbeutung und Kämpfe gegen Unterdrückung eigentlich zusammengehören. Und es sozusagen verschiedene Antworten gibt und dieses Buch eine Antwort bietet, die sagt, die gehören ganz zentral miteinander zusammen. Also wir können sie nicht voneinander trennen. Genau, und jetzt kommen wir auch schon darauf, was dieses Buch für Antworten bietet für diese Leute, von denen wir gerade geredet haben. Und es ist wäre eine viel zu große Aufgabe, das jetzt alles zusammenzufassen, und ich glaube auch, sonst müsstet ihr ja das Buch auch nicht lesen. Genau, und außerdem zu kaufen. aber sozusagen, um einmal nochmal zu sagen, was es eigentlich ist: Es ist ein historischer Abriss der Geschichte der Frauenbewegung in ihrem Zusammenspiel mit der Arbeiterinnenbewegung von Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und es ist nicht nur eine historische Darstellung, sondern es bietet auch marxistische Antworten auf alle Fragen und alle Debatten, die sich in dieser Zeit abgespielt haben. Und es macht etwas sichtbar, was in der bürgerlichen Geschichtsschreibung immer wieder vergessen wird, und zwar, dass die Geschichte voll ist von kämpfenden Frauen, die auch Erfolge errungen haben und die auch manchmal gescheitert sind. Aber trotzdem können wir aus diesen Erfolgen und Scheitern lernen und sie sozusagen zu unseren Erfolgen und Scheitern machen und daraus Schlussfolgerungen für unsere Kämpfe heute ziehen. Das heißt, dieses Buch versucht, diese Lehren zusammenzufassen und darzustellen, welche Traditionen es eigentlich gibt, an die wir heute, wenn wir heute kämpfen, anknüpfen können. Das ist zum Beispiel die Rolle von Arbeiterinnen, also weiblichen Mitgliedern der Arbeiterinnenklasse in den Kämpfen. Die Kämpfe von Frauen waren nie losgelöst von ihren sozialen Positionen. Ihre Kämpfe waren immer Kämpfe als arbeitende Frauen und damit Klassenkämpfe. Das hat man zum Beispiel gesehen, als Frauen als Arbeiterinnen in Betrieben kämpften, sich gewerkschaftlich organisiert haben im 19. Jahrhundert, für den 8-Stunden-Tag gekämpft haben, für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft haben und Solidarität mit ihren eigenen Kämpfen organisiert haben, gesellschaftlich, und damit mit ihren Streiks und ihrer Organisierung wichtige Ereignisse vorbereitet haben, wie zum Beispiel die Russische Revolution. Aber auch die Frauen der Arbeiterinnenklasse, die für die unbezahlte Hausarbeit zuständig waren und diese politisiert haben und sie damit zu Kämpfen der gesamten Klasse gemacht haben, zum Beispiel in den Unterstützungskomitees von Arbeitskämpfen, die ihre Ehemänner geführt haben oder ihre Brüder geführt haben, oder in den Hungerrevolten, die sie gegen die schlechten Lebensbedingungen während des Ersten Weltkriegs geführt haben, vor der Französischen Revolution geführt haben, oder auch hier in Deutschland mit ihren Hungerrevolten letztendlich die Novemberrevolution vor 100 Jahren vorbereitet haben. Genau, da ist sozusagen ein historischer Aktor, tritt auch in den Blick, der für uns besonders interessant wird, ist nämlich die proletarische Frauenbewegung in Deutschland, eine Tradition, an die wir in Deutschland auch nochmal mal anknüpfen können. Und es ist schön, dass die Gedanken von Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und tausenden anderen von Frauen, die sich damals organisiert haben, nun über Lateinamerika wieder zu uns nach Deutschland zurückkommen. Und was diese Frauen damals schon erkannt haben, ist etwas, was Nagis auch schon gesagt hat, und zwar, dass wir den Kapitalismus stürzen müssen und dass man sich dafür auch gegen die reformistischen Antworten organisieren muss, die damals in der SPD geherrscht haben, die daran gedacht haben, dass man die Befreiung auch innerhalb des Kapitalismus erringen kann. Und ich glaube, ich habe irgendwas übersprungen. Nö, passt. Und sozusagen ein fortschrittliches Beispiel dafür, dass es diese Notwendigkeit, den Kapitalismus zu stürzen, die in diesem Buch ganz präsent wird, ist die Russische Revolution, wo auf einmal sichtbar wird, was alles möglich ist, wenn nicht mehr die kapitalistischen Verhältnisse da sind und uns stoppen, und damit die Frauen Errungenschaften erreichen konnten, die nie zuvor möglich waren und die heute auch oft nicht mehr denkbar sind.
Auch wenn diese Errungenschaften später vom Stalinismus rückgängig gemacht wurden, sind das trotzdem Beispiele, die uns zeigen, was alles möglich ist, wenn wir kämpfen und gegen sozusagen dieses gesamte System der Ausbeutung und Unterdrückung uns organisieren. Und eine Sache, die aber in diesen historischen Beispielen immer wieder auch sichtbar wird, ist, damit wir dahin kommen, brauchen wir einerseits etwas wie die Unabhängigkeit unserer Klasse von allen bürgerlichen Varianten. Weil nur so können wir diesen Kapitalismus überwinden. Und nur so können wir auch tatsächlich für alle unsere Forderungen kämpfen. Also das hat man gesehen zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, wo die Frauen vorher für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, aber sobald der Weltkrieg ausbrach, die bürgerlichen Frauen sich direkt auf die Seite der bürgerlichen Männer stellten und für ihre Nation in den Krieg zogen, oft an der Heimatfront, und nur die proletarischen Frauen letztendlich diese Fahne hochhalten konnten. Und das, was etwas anderes, was notwendig ist, ist die Überwindung der Bürokratien, zum Beispiel in den Gewerkschaften, die, ohne dass wir darüber entscheiden können, über unsere Kämpfe einfach bestimmen und sie damit in ungefährliche Bahnen lenken. Und das sehen wir auch etwas, ein historisches Beispiel in diesem Buch, dass schon Ende des 19. Jahrhunderts die Bürokraten die Frauen daran versuchten zu hindern, sich gewerkschaftlich zu organisieren und damit ihre Kämpfe nicht führen zu können. Und dass wir sozusagen an ihren Kampf anschließen müssen heute und uns dagegen organisieren, dass unsere Kämpfe behindert werden können. Denn auch heute wollen die Bürokraten nur unsere Kämpfe gegen Outsourcing, gegen Prekarisierung von uns Frauen, gegen Gewalt an Arbeitsplätzen, für ausreichende Kita-Plätze, für ein Recht auf Abtreibung nicht oder nur mit angezogener Handbremse führen. Und genau, dagegen müssen wir uns organisieren und wie damals gegen die Bürokratien durchsetzen, dass wir über unsere Kämpfe demokratisch selbst entscheiden. Ich bin gleich fertig. Und dass wir diese Kämpfe als vereinte Klasse führen. Ich glaube, in der Diskussion können wir auch nochmal gemeinsam konkretisieren, was das eigentlich in Berlin heißt. Weil in Berlin gibt es ja ganz viele Kämpfe, die Tabea und Ines schon erwähnt haben. Und was bedeutet das für uns? Wie können wir das schaffen, dass wir diese Kämpfe miteinander verbinden, dass wir diese Kämpfe tatsächlich auch führen? Und wie können wir es schaffen, dass die Bürokratien und der Reformismus kein Stoppstein in unserem Weg sind? Und das allerletzte, was ich noch sagen möchte, ist die Frage des Internationalismus, weil ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dieses Buch wurde in viele Sprachen übersetzt, wurde in vielen Ländern gelesen und ich glaube deswegen, das ist auch wichtig, dass wir mit diesem Buch daran anknüpfen, dass sich auf seiner Grundlage und mit seinen Ideen überall auf der Welt Frauen organisieren und es als Werkzeug nutzen, um für eine antirassistische, klassenkämpferische, internationalistische und revolutionäre Perspektive zu streiten, sowohl in der Frauenbewegung als auch in der Arbeiterinnenbewegung.